Hallo und herzlich willkommen zu Into the Breach. Weiter geht es mit meinem Flamby Helm of Run über vier Inseln auf dem Schwierigkeitsgrad Hard. Zwei Inseln haben wir eigentlich recht einfach geschafft und unsere Mechs sind auch schon sehr gut ausgestattet. Der Flame Mech kann schon über drei Felder seinen Flamethrower einsetzen. Der Meteor Mech macht sogar zusätzlich jetzt zwei Schaden auf das Feld, auf das er schießt. Und der Swap Mech kann über insgesamt vier Felder Gegner und sich selber austauschen. So, schauen wir mal, wo wir weitermachen. Okay, die schaut jetzt eigentlich gar nicht so schwierig aus, die Eisinsel. Die würde ich dann einfach auch mal angehen. Da müssen wir sowieso durch. Das ist gleich mal High Threat. Freeze and Defend both Robots. Probieren wir mal. Aber nicht schlecht, was uns da gleich mal alles bietet. Wasser haben wir leider auch keins. Das heißt, wir müssen beim Swappen so ein bisschen schauen, dass wir sie in sich rein swappen, dass sie gegenseitig Schaden machen. Okay, erstmal die schauen. Die machen beide hier Schaden drauf. Das heißt aber nur jeweils eins. Okay. Ich glaube, ich muss sie fast zulassen, gefühlt. Ja, nehmen wir mal den Hintern. Den Hintern freezen wir mal. Okay. Dann. Den würde ich nach außen beißen. Dann machen wir zumindest ein bisschen Schaden auf den. Den würde ich nach oben prügeln. Und den hier würde ich nach links verschieben. Dann macht er keinen Schaden mehr und wird aber von der Alpha Firefly getroffen. Hier werden wir einen Schaden einstecken müssen, befürchte ich. Okay, das ist jetzt nicht ganz so dramatisch, den können wir gleich wieder freezen. Hier würde ich aber den erstmal freezen. So, jetzt müssen wir uns um vier kümmern. Wie gesagt, er ist nicht ganz so schlimm und er ist eigentlich auch nicht schlimm, weil er ihn hier unten trifft. Das heißt, wir kümmern uns definitiv um diese Kollegen. Der hat eh nur noch zwei Leben, das heißt, da können wir genau drauf schießen und es erwischt ihn. Sehr schön. Und ihn hier hat auch nur noch ein Leben. Das heißt, den prügeln wir nach unten, setzen ihn in den Flammen und er stirbt dann am Anfang der Gegnerrunde. So, mit ihm könnte man jetzt noch irgendwas austauschen, was überhaupt nichts bringt. Und ich kann auch mich auf keinen Spawnpunkt setzen, weil irgendwie gar nichts spawnt. Sauber. Bringen wir uns ein bisschen zentraler her. Das war's auch schon. Ach, da unten wäre was gewesen. Ja, stimmt, den habe ich ganz übersehen, aber da hätte ich mir jetzt sowieso nicht drauf gestellt. Okay, eine kleine Hornisse, das ist ja schon fast harmlos. Aber alles ist an sich mal gefährlich, wenn ich auf den schieße. Bedeutet das aber, dass der stirbt am Feuer und ihn verschiebt in ein Feuer und er schlägt in die Leere. Das heißt, die beiden haben wir eigentlich bereits gehandelt. Und ihn... Mal kurz überlegen, wie könnte man den... Wir müssen ihn in den Feuer packen, genau. Wenn wir hier austauschen, brennt er und dadurch kann ich zwei Schaden auf ihn machen. Genau. Und er hier setzt Freeze. Gut. Zwei Gegner für die letzte Runde. Ihn können wir ignorieren. Einer davon ist der Psion, den wir ja mehr oder minder auch ignorieren können. Es geht also nur noch um den Kollegen hier. Den schlagen wir nach unten. Damit hat sich das alles erledigt. Hier würde ich noch auf den drauf schießen, um den zumindest noch zu töten.
Den erwischt es auch so und mit ihm gehen wir einfach nur aus dem Weg. Gut. Die Mission ist durch. Wir haben nichts kassiert, was sehr gut ist für einen Einstieg in der Insel. Sogar eine High-Threat-Mission. Das ist schon mal gut losgegangen. So, jetzt schauen wir mal, wo können wir da weitermachen? Break 5 Buildings out of the ice. Den mag ich eigentlich ganz gern. Von den Gegner her ist das erst einmal okay. Hier haben wir Wasser. Hier können wir eventuell was reinschmeißen. Schauen wir mal, ob sich da was anbietet. Einer der Gegner. Jo, einer wird sich anbieten. Tatsächlich schießt aber nur einer auf ein Gebäude. Deswegen ihn hier zu versenken wäre keine gute Idee, aber wir können ja auch ihn hier versenken. Dann machen wir das so. Den lassen wir einfach. Dafür gehen wir hier. Ja, mal kurz überlegen. Jo, wir machen so. Ich schieße auf den Psion. Leg den und schieb den hier zum Blocken drauf. Und hier können wir sogar den noch unter Feuer setzen. Und zwar alles hier auch noch unter Feuer setzen, was auch ziemlich cool ist. Genau. Das, glaube ich, ist ein Bombenstart in die Mission. Oh, der macht gar nichts. Okay. Den müssen wir wieder in Ruhe lassen. Der stirbt sowieso. Den brauche ich mich also gar nicht kümmern. Das heißt, er wird hier mal zum Beispiel hier hinschießen. Ne, bringt mir nichts. Der schießt hier hin zum Beispiel. Genau. Dann brechen wir das einmal selber raus. Mache ich zwar eigentlich ungern, aber manchmal notwendig. Und hier drüben. Ja, machen wir hier noch ein bisschen Schaden drauf. Das ist doch nicht verkehrt. Aber ich will jetzt hier gar nicht mehr weiter blocken, weil ich brauche vielleicht noch ein paar Gegner, die mir hier noch Gebäude rausholen. Deswegen mache ich mit ihm jetzt erstmal nichts weiter. Ah, ich könnte das da selber rausholen. Ne? Ja, machen wir das. Gut, geht uns noch ein Gebäude ab in den letzten beiden Runden. Sollten wir noch mal irgendwie hinkriegen. Genau, ja. Er hilft uns hier schon mal dabei, was super ist. So, der brennt. Der stirbt sowieso. Den, wenn ich nach oben schieße. Passt. Rennt er hier irgendwo rein. Und dann machen wir noch so. Wunderbar. Zwei auf einmal versenkt. Bei dem brauchen wir gar nichts mehr machen. Der holt uns das letzte Gebäude raus. Das heißt, wir machen nichts mehr. Okay. Drei Gegner in der letzten Runde. Die sollten wir mal handeln können. Zwei davon brennen. Okay, macht uns eigentlich schon wieder einen Gefallen, ihn können wir ignorieren. Es geht also nur noch um die beiden Kollegen hier. Und das können wir handeln. Der ist zerlegt. So, komme ich da noch hin zum Beißen? Nein, komme ich nicht mehr, schade. Irgendwo den sinnvoll hinstellen? Nee, bringt auch nichts mehr. Passt. Auch die Mission ist durch. Zwei Sterne. Was wollen wir mehr? Und eine Promotion. Ein Reactor sogar. Ein Reactor sogar für den Meteor Mag. Will ich den wirklich mitten unter die Leute stellen? Eigentlich nicht.
Er bleibt auf jeden Fall hier drin. Vielleicht wechseln wir die beiden aus. Hierhin natürlich. So, bei ihm könnten wir. Ach ja, den Preemptive Strike nutzen. Ich glaube, das ist jetzt keine so schlechte Idee. Und das lassen wir erst einmal so. So, wo geht's weiter? Defend the Robots. Die könnte ein bisschen hart sein. Vielleicht schaue ich lieber auf was Grid aufbaut. Ich glaube, da mache ich das. Block Free Spawning Wax. So, ihn können wir aufstellen. Er macht nur Sinn. Was war er nochmal für einer? Er war der plus ein Leben gibt. Jo, da stellen wir uns da rein. Und der Rest. Wie üblich. Okay. Ich denke mal, wenn wir die verschieben, das ist nicht verkehrt. Er schlägt den Psion tot. Er rennt ins Leere. Jetzt müssen wir uns nur noch um ihn kümmern. Da würde ich doch ganz gern mal alles. Genau, haben wir das Eis nämlich gebrochen und beide sind gestorben. Das war eine coole Aktion, aber leider komme ich hier zum Blocken nicht her. Okay. Müssen wir die nächsten Runden blocken, aber jetzt stehen wir eh schon ganz in der Nähe von den Blocking Spawns. Da sollte man doch was hinkriegen. Ah ja, gleich mal drei Stück. Hier glaube ich, würde ich ganz gern einfach mal austauschen. Aha, nein, das ist keine gute Idee, was ich da jetzt vorgehabt habe. Ja, da machen wir ein Reset. Das war ein bisschen voreilig gespielt, um ehrlich zu sein. Ich glaube, wäre es besser, wenn ich den darüber schieße. Erstens trifft er da nichts, zweitens steht er auf so einem Teil drauf, der schießt sowieso ins Leere. Und den verschieben wir nach außen. So, jetzt blocken wir eh schon zwei, der müsste ja doch eigentlich ins Spawnpunkt kommen in der nächsten Runde. Und den da, den versenken wir noch. So ist besser. So, drei Gegner und wir brauchen mindestens noch einen Spawnpunkt. Und wir kriegen genug. Ich glaube, wir sind da auch drauf gestanden. So. Der stirbt sowieso, um den brauche ich mich nicht mehr kümmern. Wenn ich da drauf schieße. Genau. Dann brennt der, stirbt er auch. Der schlägt sowieso einfach ins Leere. Dann brauche ich mich um nichts weiter mehr kümmern. Sondern ich blocke hier einfach noch fleißig weitere Spawns. Je weniger Gegner in der letzten Runde, der better. Sprich, wir haben genau zwei Gegner in der letzten Runde. Treffen wir den doch für zwei, setzen den unter Brand, schießen den nach oben, dadurch stirbt er gleich am Feuer und die zwei, die dann einfach mal den Platz tauschen, dann schlägt er in die Leere und wir sind durch die Mission durch. So, ein Grit zurückgeholt, sehr gut. Jetzt haben wir aber leider gar keine Mission mehr, wo wir Grit holen können. Oh, Defend the Robots. Schauen wir mal, wie das ausschaut. Oh, da wird gleich mit 5 wird man da starten. Das hört sich ein bisschen arg für mich an.
Kill 7 Enemies müsste man in der Zwischenzeit eigentlich hinkriegen. Aber ich glaube, ich mach den hier. So, dann stellen wir uns doch mal so auf, dass wir die meisten treffen. Wasser haben wir auch genug. Ich denke, die drei Wasserlöcher sollten reichen für den Kollegen Swap Mac, dass er da den einen oder anderen einfach mal los wird. Der macht offensichtlich gar nichts, die Beetle, oder? Genau. Das heißt, wir müssen uns nur um die zwei hier kümmern. Der macht aber nur zwei Schaden. Schade. Das reicht nicht. Okay. Jo, ein bisschen was müssen wir ja machen. Also den erledigen wir so. Dann brennt er und stirbt. Ihn schieben wir nach hinten. Dann brennt er schon mal. Und hier mit dem Swap Mac gehe ich einfach mal zum Blocken. Genau. Gut, was haben wir hier an Bösen? Der hier ist böse, der ist böse und der da hinten ist böse. Okay. Ja. Okay. Zwei Schaden und er stirbt am Feuer. Er versenkt die Alpha-Grabe. Und somit müssen wir nur noch ihn hier treffen. Und das schaffe ich gar nicht. Muss ich ihn echt gegen den meinen nicht schieben? Okay, machen wir das halt. Oh, den haben wir auch noch versenkt. Ja, das vergesse ich immer, dass hier Feuer bei den Flame Behemoths ja dazu führt, dass das Eis bricht. Gut. Dann schaut es in der Runde schon mal richtig gut aus. Eigentlich hier nur zwei Gegner. Wenn es der hierher schießt, kriegen wir sogar zwei Gegner gleich mal. Was sehr gut ist. Ihn können wir nach unten schieben. Problemlos. Genau, wie viel Leben hat er noch? Genug, dass er hier was blockt. So, drei Gegner zum Schluss. Jo. Gut. Swappen wir den mal ins Wasser. Ihn verschieben wir über drei Felder. Ganz weg. Und der hat ja sowieso nur ein Leben. Und dieses eine Leben nehmen wir ab. Und damit sind wir durch diese Mission durch. Gehen noch die zwei Berge drauf. Jawohl. Den Pott haben wir auch gesichert. Also nicht gesichert, aber nur ein Reaktor. Schauen wir mal, wo wir den noch loswerden könnten. Also hier hätten wir noch Health und Movement. Hier Movement. Hier brauchen wir überhaupt nicht. Also wir haben Movement und Health, wenn es so die Möglichkeit ist. Ich glaube, ich packe ihn erstmal hier in das Movement rein. Genau. Und sind wir auch schon Corporate HQ Mission, den Bottler. Der ist ein bisschen, den mag ich irgendwie nicht. Können wir irgendwie nicht so wirklich sinnvoll aufstellen. Dann fangen wir mal an, hier gleich Schaden zu machen. Oh, dann geht der sofort in Schildmodus. Okay.
Okay, war mir nicht klar. Ich glaube, da baller ich da mal rein. Dann versenkt man nämlich den gleich und durch das machen wir hier gleich mal sauber Schaden drauf. Und er kann er noch irgendwas Sinnvolles machen. Also außer aus dem Weg gehen natürlich. Schade, schade, dass wir da nicht hinkommen. Nee, können wir nicht. Ja, das ist das Problem. Der heizt sich immer schön hoch. Die Ratte. Deswegen müssen wir den eigentlich auch mit einem Schlag loswerden. Zumindest dann nächste Runde. So, okay. Es schaut nicht so verkehrt aus. Den kann ich loswerden. Nein, kann ich nicht loswerden. Na doch, kann ich schon loswerden, klar. Zwei Schaden plus Brennen. Und hier, wo könnte man den sinnvollerweise hinporten? Nirgends, wenn wir ehrlich sind. Aber wir könnten ihn darüber beißen. Besser als porten, würde ich mal sagen. Okay. Gut. Jetzt sind wir den los, weil er jetzt dann gleich ausbrennt. Das ist gut. So. Können wir hier noch irgendwas Sinnvolles machen? Oh, wir können weiter den beißen. Passt. Gut, Objective Destroy the Bot Leader erledigt. Den Rest sollte man doch auch noch hinkriegen. Es sind nur noch drei Gegner. Wie schaut's aus, wenn ich da reinknall? Dann verschiebe nur den hinteren, gell? Was aber eh nicht verkehrt ist. Genau. Den können wir jetzt dann endgültig totbeißen. Gut, und hier, den müssen wir halt verschieben, indem wir da in die Mitte reinschießen. Okay. Finale Mission Insel 3 erledigt. Sehr schön. Und eigentlich hat man nicht wirklich Probleme jetzt. Haben wir irgendwann mal ein Gebäudegrid verloren? Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaub's fast nicht. Gut, perfekte Insel. Ei, sehr schön. Harold Schmidt. Ich glaube, aber er hat 3 Grid Death. Ich nehme ihn trotzdem. Aber ob ich ihn wirklich dann haben will? Eigentlich nicht. Er hat Move Reactor, das ist besser. Und ihm gehen noch 2 XP ab. Wie viel gehen ihm noch ab? Noch ein Haufen, okay. Span Reputation. Wir schauen mal, was es für Waffen gibt. Die ist nix. Okay, die ist nicht so verkehrt. Kostet mich aber auch einen Reaktor. Ich glaube, da brauche ich jetzt erstmal nix. Ihn verkaufen und noch 2 Grid kaufen. Ich glaube, so machen wir es. So, wo packen wir die Sachen jetzt noch rein? Auf jeden Fall hier noch ein Health. Wir machen auch noch Backburner, also hinter seiner Schussrichtung entsteht auch noch Feuer, bringt uns zwar nicht wahnsinnig viel. 4 Movement, 4 Movement, 4 Movement. Gut, den Rest werden wir irgendwo in den Movement reinstecken, nur in welches? Naja, machen wir ihn so mobil wie möglich. Passt. Wir sind durch die dritte Insel im Flamebehavior Run. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns dann zur vierten Insel. Bis dahin. Ciao.